Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. CDU gewinnt Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Laut vorläufigem Landesergebnis kommt sie auf 34,3% der Stimmen. Zweitstärkste Kraft ist die SPD mit 24,3%, ein Minus von 7,1 Prozentpunkten. Die Grünen steigern sich auf 20%. Für die FDP stimmten 5,6, für die AfD 5 und für die Linkspartei 3,8%. WHO meldet Höchstzahl von Corona-Neuinfektionen. Binnen 24 Stunden haben sich nach Angaben der Gesundheitsorganisation weltweit 308.000 Menschen mit dem Virus infiziert, so viele wie noch nie. Die meisten Fälle gab es in Indien, den USA und in Brasilien. Israelische Regierung kündigt weiteren landesweiten Lockdown an. Vom kommenden Freitag an werden Geschäfte und Schulen für 3 Wochen geschlossen. Die Menschen sollen zu Hause bleiben. Israel hat derzeit eine der höchsten Corona-Infektionsraten weltweit. Japans Regierungspartei nominiert Nachfolger für Premier Abe. Die Liberaldemokraten wählten den bisherigen Regierungssprecher Suga an ihre Spitze. Seine Wahl zum Premier gilt wegen der Mehrheit der LDP im Parlament als Formsache. Der bisherige Regierungschef Abe hatte aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt angekündigt. Tennisprofi Zverev verpasst Titel bei US Open. In einem dramatischen Finale verlor der 23 Jahre alte gebürtige Hamburger trotz anfänglicher Führung nach 5 Sätzen gegen den Österreicher Dominic Thiem. Das Wetter: heute bis zu 12 Stunden Sonnenschein, dabei oft wolkenlos, mitunter aber Durchzug von Schleierwolken. Höchsttemperaturen 22 bis 32 Grad.